Abenteuer Panamericana mit dem eigenen Camper und für uns ein Traum, der gerade erst anfing und man möge es kaum glauben, fast genauso schnell wieder beendet war. Fuck, fuck, fuck. Wie kam es eigentlich dazu? Nachdem wir aus Montevideo nach Argentinien weitergezogen sind und einige Startschwierigkeiten beim Geldwechseln und der Stellplatzsuche hatten, wollten wir endlich etwas Ruhe am Meer genießen. Daher entschieden wir uns für einen Offroad-Track und fotografierten uns sicherheitshalber die Notfallnummer ab. Der Anfang des Tracks war ein absoluter Traum und nahm eine tragische Wendung, als wir beide innerhalb weniger Sekunden mehrere falsche Entscheidungen trafen. Steffi hatte sich komplett verschränkt eingebuddelt und das auch noch viel zu nah am Meer. Das Wasser war am Steigen und die Zeit, Steffi zu zweit rauszubuddeln, war begrenzt. Die Notfallnummer funktionierte natürlich nicht und von Sekunde zu Sekunde wurden wir unruhiger und realisierten, dass wir es zu zweit nicht schaffen werden, bevor die Flut kommt. Zu unserem großen Glück kam Jorge mit seiner Familie vorbei. Sie wussten genau, was zu tun war und schafften es, Steffi vor dem Ertrinken zu retten. Oh mein Gott! Arsch. Kopf am Arsch, alles am Arsch. Weil das Wasser, das kam immer näher und wir waren hier voll in den Bereich und das Wasser gekommen. Wäre einfach so dumm. Ist nicht so, als hätten wir diesen Fehler gekannt. Ja, eigentlich hätte wir kannten den Fehler. Wir kannten den Fehler und haben es trotzdem gemacht. Wow. Der Typ steckt es weg, als wäre es das Einfachste der Welt. Und ich glaube, der hat gar nicht realisiert, dass er eben gerade unsere ganze Existenz gerettet hat. Ich meine, klar, wir haben das Haus noch in Deutschland, aber wir haben es eben gerade vermietet und wir hatten jetzt echt nicht vor, unser aktuelles Haus hier einfach zu verlieren. Am Strand. Wir können wieder lachen. Beziehungsweise zwischendurch, wir waren die ganze Zeit, also Adrenalin hoch 10.000. Ich habe den Notruf getätigt. Ich versuche jetzt gleich nochmal anzurufen und zu sagen, dass es geht, aber es gab keine andere Nummer. Die Nummer, die vorne dran stand für Emergencias, die wir ja vorhin noch extra abfotografiert haben, falls was wäre, die funktioniert nicht. Die Reise und die Route, die wir vorhaben, ist also wirklich kein Zuckerschlecken. Und das haben wir jetzt mit Hilfe von einem kleinen Schock selbst am eigenen Leib erfahren. Ein sehr guter Reminder und vor allen Dingen eine Erfahrung, aus der wir so viel lernen konnten, wofür wir unheimlich dankbar sind. Und die große Frage ist jetzt, wie es eigentlich danach mit Steffi weiterging, denn so reibungslos war das Ganze dann nicht mehr. Aber jetzt zum aktuellen Ist-Zustand. Also wir sind ja auf einem Campingplatz, das ist mega cool hier. Wir hatten einfach Ruhe, Strom, Wasser und Zeit, um selbst runterzukommen, weil wir waren schon, muss ich sagen, schon ein bisschen nervös in dem Moment und dadurch auch etwas erschöpft danach. Aber zu unserem aktuellen Ist-Zustand, wir haben nämlich so ein paar Problemchen nach unserer Einbuddelaktion. Steffi springt nur noch 9 von 10 Mal an. Wir vermuten, es hat irgendwas mit Salzwasser zu tun, dass dann irgendein Kontakt gekommen ist oder sowas, Anlass, aber Co. Werden wir prüfen. Wir müssen unsere Reifen wuchten lassen. Die haben extrem viel Umwucht. Wir müssen unser Auto komplett erstmal sauber machen lassen, also komplett mit Süßwasser spülen, dass das Salzwasser nicht irgendwo noch weiter angreift und Sophias Festplatte ist immer noch am Arsch. Und um all die Dinge wollen wir uns heute einfach mal kümmern. Und ganz vergessen, wir haben hier noch einen großen Steinschlag. Der ist nämlich genau in dem Moment passiert, als wir dann endlich auf einer richtigen Straße waren und Ruhe hatten. Das war in dem Moment einfach nur so ein, okay, scheiß drauf, es gibt Schlimmeres. Tell me you're scared. Mit unserem Wasserfilter sicher gehen, dass wir Trinkwasserqualität haben. Wir lassen euch den Link zu den Riverfiltern auch sehr gerne unten in der Infobox. Wir realisieren so langsam, dass wir uns auf einem anderen Kontinent befinden und die Uhren anders ticken. Viele unserer Routinen müssen neu gedacht werden. Wo wasche ich mein Auto? Wo lasse ich etwas reparieren? Wie denke ich meinen Einkauf neu? Alles Dinge, die im Alltag daheim automatisiert ablaufen und wir sind unheimlich froh, dass die Argentinier selbst uns das Ankommen durch ihre herzenserwärmende Hilfsbereitschaft so sehr erleichtern. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Ihre Lebensfreude verrät kaum, dass es dem Land eigentlich momentan so ganz und gar nicht gut geht. Unvorhergesehene Unwetter verschlechtern die Lage momentan nur und Demonstrationen mit Straßensperren sind seit der Neuwahl des Präsidenten an der Tagesordnung. Argentinien befindet sich im Wandel und das merkt man hier tagtäglich.
Die nächsten Wochen werden auch für uns enorm horizonterweiternd sein. Was aber glücklicherweise nicht über uns drüber gezogen ist, aber sehr, sehr nah war. Und relativ viel Wind und ich habe irgendwie mir meinen Nacken versteift. Also nach links kein Problem, nach rechts keine Chance. Und dementsprechend sind da ein paar Schmerzen vorhanden. Ich habe meine Wärmeflasche am Start. Die hilft hoffentlich dagegen. Und Damian chauffiert uns jetzt Richtung Defi-Arzt, also nicht Richtung Defi-Arzt, sondern Richtung Defi-Arzt erstmal. Hier ist nämlich noch eine unabhängige Land Rover-Werkstatt, also es ist einfach nur jemand Privates, der anscheinend eine große Passion für Defender und für Land Rovers hat, und dort wollen wir mal vorbeischauen, weil wir so zwei, drei Sachen haben, die wir sehr gerne machen würden, bevor wir jetzt ein paar tausend Kilometer in den Süden fahren. Was aufgemacht werden kann. Wir sind eben gerade im selben Hof, also wir dürfen hier im Garten bleiben. Wir haben vorhin schon sowas zum Mittagessen angeboten bekommen. Also ich bin gespannt, wie wir das heute Abend machen. Aber ob wir alle gemeinsam irgendwie essen. Ich war noch nie so tief entspannt, obwohl echt viel Scheiße passiert ist eigentlich die letzten Tage. Aber mein Gott, man löst die Probleme, man hat auch gar keine andere Wahl. Also die Axtkugel ist draußen, er gibt eine kleine böse Überraschung, die ist hier oben einfach extrem verrostet, also liegt nicht nur an der Dichtung, sondern an der Axtkugel, die die Dichtung dann einfach aufreibt, auffrisst, uns also überhaupt nicht. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir das alles soweit wieder einbauen und dann ja, in den nächsten Monaten irgendwann mal das dann wieder tauschen, aber das funktioniert erstmal so wie es ist, also wir dichten es erstmal ab und dann wird ein Plan B gesucht. Danke an Santiago für die unglaubliche Mühe, die er sich gemacht hat und das uns zwei Nächte bei sich im Garten aufgenommen hat. Er schlug uns vor, dass wir als nächstes Richtung Pozzo Salado weiterziehen sollen. Dort fand zum Silvesterfeiern nämlich ein kleiner privater Land Rover-Treff statt und wir hatten das wunderbare Glück, von dieser bezaubernden Gruppe zum Feiern eingeladen zu werden. In den letzten zwei Wochen haben wir so viel Gastfreundschaft wie noch nie erleben dürfen. Wir sind wieder on the road. Es geht. Wow! Unser Defender ist laut. Es geht weiter Richtung Pinguinhausen. Punta de Tombo. Und ja, wir haben bis jetzt leider noch keine Pinguine gesehen, keine Wale. Dafür hier ganz viele Robben, aber nur so mit einer Flosse und so. Und jetzt fahren wir in den Nationalpark, wo es hoffentlich ganz, ganz viele Pinguine gibt. Gell? Das freuen wir uns drauf. Los geht's. Oh. Wenn wir jetzt als Ausländische ein bisschen mehr bezahlt, finde ich jetzt aber in dem Fall auch völlig in Ordnung. 17 Euro haben die Eintritte gekostet. Also 17.000. Und es ist echt dieser Bündel, den ich eben gerade in der Hand habe, sah jetzt irgendwie erschreckend viel aus. Und man fühlt sich auch noch sehr, sehr, sehr komisch mit so viel Geld in der Hand. Aber es sind tatsächlich in Anführungsstrichen, glaube ich, wir hatten schon was davon weggenommen, ne? 80 Euro oder so. Oh, süß. Also den Dude da hinten seht, wir kommen so langsam in ein Puma-Gebiet. Beziehungsweise, ja doch, wir kommen so langsam in eins. Da muss man nachts beim Pipi machen. Ein bisschen aufpassen. Wie abgefahren war das denn bitte mit den Pinguinen? Das war so krass, die waren einfach so zahm. Also was heißt zahm? Die haben miteinander gelebt, haben sich nicht beirren lassen. Man sollte immer 2 Meter Abstand halten, ganz wichtig, dass man denen nicht zu nahe kommt. Und dann waren die auch super happy. Ich meine, die hatten eine riesen Fläche, wo sie sich einen Ort aussuchen konnten. Sind ja frei, also leben ja komplett frei da, die Pinguine. Aber die haben sich trotzdem auch in der Nähe vom Weg ein Plätzchen gesucht und sind so ein bisschen am Schauen. Jetzt haben wir hier eine Raststätte gefunden mit einer Dusche, einem riesen Bad, dass man sich einfach wieder so ein bisschen rasieren kann, frisch machen kann und fließend Wasser und auch ohne Mütze. Das heißt, man kann einfach mal so richtig duschen. Jetzt nach 3 Wochen ist es einfach mal höchste Zeit.
freut sich einfach mega drüber, wenn man so lange reist und dann mal wieder so ein vernünftiges großes Bad hat und eine Dusche hat, besonders mit Defeline, da ist halt alles einfach so klein und kompakt. Und dann ist das hier wirklich einfach purer Luxus. Ich meine, mit all dem Wasser, was wir mitführen können, wenn wir oben unseren Wassertank voll machen und unseren Wassertank, das im Auto inkludiert ist, haben wir ungefähr 50 Liter. Wir kommen damit 3 Tage klar. Also ich finde es auch total verrückt. Oh, das Licht. Hallo. Wie wenig Wasser eigentlich ausreicht, aber ab und zu ist es auch einfach wirklich geil. So wie jetzt, wenn man einfach ein bisschen mehr Wasser auch nutzen kann. Das ist purer Luxus, schätzt man sich wieder so richtig. Muss ich dazu sagen, also 50 Liter, das wären ungefähr umgerechnet 4 bis 5 Toilettenspülungen. Und das reicht dann einfach für 3 bis 4 Tage, wie gesagt. Das ist eigentlich schon krass, auf wie viel man sich reduzieren kann, wenn man einfach, wenn man es nicht dabei hat. Also wir können ja einfach nicht mehr verbrauchen, wenn wir nicht mehr haben. Dann müssen wir immer wieder auffüllen und können nicht so lange an Plätzen bleiben. Man passt sich einfach an mit allem. Sei es Strom, mit den Ressourcen, mit dem Essen, was man dabei hat, mit dem Wasser. Ist schon spannend. Die Erfahrung ist richtig, richtig spannend. Wie geil war diese Dusche, bitte? So geil! Und, Baby, du siehst ganz anders aus. So geil! Ich fühle mich so viel besser. Sieht toll aus. Dankeschön. Wir wurden gerade begrüßt von der Mitarbeiterin, dass wir ganz neu aussehen, ganz anders. Die hat gesagt, seid ihr? Wir sahen echt scheiße aus, oder? Jetzt gibt es noch was Kleines zu essen, das nehmen wir mit zu Defilino. Da haben wir nämlich noch einen Salat vorbereitet. Und dann werden wir heute, glaube ich, richtig, richtig gut schlafen. An der Tankstelle. Guten Morgen. Tag 2 unseres Roadtrips. Also wir machen ja jetzt einige Kilometer. Heute ist der 2. Tag, an dem wir einige Kilometer vor uns haben. Wir Schlauis, wir starten um 8.31 Uhr. Naja, bis wir alles gepackt haben, ist 9.30 Uhr. Und dann heute, ich habe damit noch gar nicht verraten, wie viel, aber ich schätze mal so 500. Ui! Leute, das ist für hier echt eine Nummer. Vor allen Dingen, weil wir im Schnecktempo fahren. Das heißt, immer wenn wir irgendwo eine Panaderia oder einkaufen sehen, dann halten wir an und kaufen Schnecks. Und die Empanadas in Argentinien sind einfach so geil. Haben wir eine ganze Party gekauft? Oder? Wir waren gerade beim Empanadaspezialisten. Oh mein Gott. Und damit können wir ein paar Kilometer runter rocken. Der Zwischenstopp, das war so ein Bauchgefühl. Ich lag richtig mit dem Bauchgefühl. Ganz, ganz viele Seelöwen. Sophie hat so ein paar Schatten gesehen. Und hat sie gesagt, stopp, halt, hier müssen wir stehen bleiben, ne? Ja. Von dort sieht man es gar nicht. Und dann ist einfach alles voller Seelöwen. Ich habe mit 2, 3 gerechnet, aber nicht mit der ganzen Kolonie. Angekommen am Campingplatz und das sieht mal wieder gar nicht gut aus. Komischerweise ist es total oft so, dass Campingplätze jetzt um die Zeit Weihnachten oder jetzt nach Silvester leider geschlossen sind. Eigentlich komisch, weil es eigentlich auch hier sind Winterferien und man denkt eigentlich, dass voll viele am Reisen sind, aber irgendwie nicht. Und jetzt gehen wir da einfach mal reingucken, ob da vielleicht doch noch irgendwo jemand ist. Das sieht gar nicht gut aus. Aber da sind noch 2 Camper. Und hier sieht es so aus, als ob hier noch eine Administration wäre. Da fragen wir jetzt gleich mal nach. Und währenddessen wurde auf unser Auto auch schon sehr gut aufgepasst hierbei. Dankeschön, habt ihr gut gemacht. Angekommen konnten wir es uns richtig gemütlich machen und unser Camp aufbauen. Es wird Zeit, dass wir euch so langsam zeigen, was wir eigentlich alles dabei haben. Vorab geht es im nächsten Vlog bis ans Ende der Welt und damit für uns an unseren offiziellen Panamericana-Start. Steigst du mit ein?